next time. Also da frage ich mich echt langsam, was in solchen Köpfen. Ich möchte solche Politiker einfach in die Luft zerreißen. Wo ist vor kurzem im Europaparlament als Syn war. Das war, glaube ich, letzten Montag gewesen. Ich hätte den Voss so einen reinwürgen können. Sorry, wenn ich das so sage. Ich bin normalerweise nicht für Gewalt, aber da hätte ich ja gerne mal das Gehirn aus dem Herrn Voss mal rausgeschlagen, ey. Also wirklich, so eine Ignoranz und so weiter und so fort, und dass er das nicht versteht, was da wirklich im Text drin steht. Was dies Folge hat. Auch klar, es steht nichts von Upload-Fehler drin, aber das wird die Folge davon sein. Sorry, wenn ich dafür jetzt auch mal meine Videos dafür nutzen muss, aber das ist echt ein Thema, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, was viele YouTubern sehr beschäftigt. So. Man kann das nicht einfach mal eben wegsehen. Wie man schon auf Twitter gelesen hat, es geht vielen schon bereits auf den Keks. Aber es ist nun mal ein wichtiges Thema momentan und da muss man halt immer am Ball bleiben. Das ist leider sehr wichtig. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt dürfte gleich ein Bus uns entgegenkommen. Oder auch nicht. So, das ist jetzt hier so die gemeine Ecke. Gut, dass ich Kollision aus habe. Gut, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Ja. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von Artikel 13? Ich glaube auch nicht genauso wenig wie genauso wenig. Es ist zwar schön, wenn man was für Urheberrecht macht. Vollkommen okay, aber auf diese Art und Weise und wenn man auch nur Vorschläge gibt, wenn andere Politiker Vorschläge geben, wie man es anders machen kann, und dann gesagt wird, ja, mach doch Vorschläge. Hä? Es wurden genug Vorschläge gemacht, aber es wurde ja nicht drauf gehört. Das ist das Geilste. Da frage ich mich, sind die schwerhörig oder wie? Also, sorry, ich habe da echt dann bald auf der Politik keinen Bock drauf. Hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. Vor allem, wenn dann so eine Merkel dann noch um die Ecke kommt. Ja, wir haben die mit Frankreich, das müssen wir durchdrücken. Feuchten muss die Merkel. Selbst wenn sie einen Deal hat mit Frankreich. Mein Gott. Dann platzt der Deal. Es kann aber nicht sein, dass man den Koalitionsvertrag ignoriert. Wo drin steht, keine Upload-Filter. Und ich merke schon, das wird eine politische Folge heute. Aber ist leider gerade so. Das geht nochmal ein auf den Keks, was die Politik da momentan von sich gibt. Und vor allem dann noch
Beleidigungen, sagen wir mal so, uns als Mob zu bezeichnen. Oder als Bots. Sorry, wenn ich meine Meinung sage, aber ich bin kein Bot. Ich bin ein normaler Bürger des Landes Deutschland. Darf ich meine eigene Meinung nicht dazu haben? Darf ich sie nicht kundtun? Hallo. Darf ich keine E-Mail schreiben an den Politiker, um dem meine Meinung dazu sagen? Was macht Danny mit dem Ticket? Hallo? Ja, hier. Man, hier sind doch das Geld. Meine Güte. Beziehungsweise, ja, meine Meinung über die E-Mail zu schreiben. Sorry, wenn sie dann über Gmail kommt. Und es steht da in der Mail drin. Nächster Haltestelle, Friedensplatz. Oder was ich da, oder wenn ich, denke mir meistens dann auch so, wenn ich dann solche Sachen lese. Wenn ihr von, wenn ihr davon noch keine Ahnung habt, dann haltet doch einfach eure Klappe. Ihr hantiert mit, damit nicht tagtäglich rum wie wir. Sorry, Entschuldigung, Omi. Wie hat die Marmeladen-Oma so schön gesagt, dass wir es in die Hand nehmen sollen, und für unsere Zukunft kämpfen sollen? Weil wir Jungen das dann schließlich, schlussendlich dann hinterher ausbaden. Ein bisschen. Das Geile, was ja auch noch sehr interessant ist, wenn dieser Uploadfilter kommt, dann sind aber auch die Politiker im Arsch. Sobald wir die mal in ein Bild hochladen. Das, ich möchte nicht nur einfach Tweets so raushauen, und keine Infos da raushauen dürfen. Oder wenn ich mal einen Artikel lese, gut, Herr Voss sagt, Teilen von Links zu den Artikeln sind erlaubt. Mein Gott, das ist doch heute schon erlaubt. Wieso muss man ein Gesetz ändern, was darauf basiert, was heute schon erlaubt ist? Ja. Nächste Haltestelle im Nährfeld. Man muss nicht unbedingt alles verstehen, was in der Politik los ist. Ich bin froh, wenn die Merkel weg ist und dann vielleicht mal jemanden an die Spitze kommt, der vielleicht ein bisschen mehr Sachverstand und vielleicht auch ein bisschen mehr auf die auf das Volk auch hört. Wie zum Beispiel in Finnland, wo aufs Volk gehört wird, wo Nein zu Artikel 13 gesagt wurde. Weil das Müll ist. Aber es sind ja die ganzen Verlage, die ja noch dahinter stecken. Axelfors. Springer Verlag. Bertelmanns Verlag und so weiter und so fort. Die wollen alle nur Geld haben. Die wollen alle nur, dass mehr Geld geschöffelt wird. Damit wird auch erst recht Monopol betrieben. Mahlzeit. Hallo. Hallo. Nur was sie dann nicht bedenken, ist, dass, wenn zum Beispiel solche News, die Suchmaschinen wie Google zum Beispiel dann solche News dann nicht mehr auflistet, dass dann zu den Artikeln dann nichts mehr wirklich so richtig geleitet wird. Nächste Haltestelle, halbe Höhe. Die FAZ zum Beispiel ist nicht dafür, also nicht für diesen Artikel 13. Also Leute, mein Rat dazu geht am 26. wählen. Geht die Politiker wählen, wo ihr meint, oder zumindest die
Politiker werden, die gegen Artikel 13 waren. Gut, es sagen jetzt viele, ja, die SPD hat ja auch dafür gestimmt. Hallo. Moment, Leute. Die haben aber auch noch was dazu gesagt, dass die, grundsätzlich gegen Artikel 13 sind. Aber aus, aber damals dafür gestimmt haben, weil Vergütung für Journalisten und so weiter. Nächste Haltestelle, Vereinsstraße. Das muss man bedenken. Aber darüber denken auch viele nicht nach. Und wo ich auch gerne eine Bitte habe, schaut auf Twitter oder sonst wo. Es gibt auch einen Discord, Server, wo sämtliche Termine von den Demos rausgegeben werden. Schaut da vielleicht, ob da was in der Nähe von euch ist und geht demonstrieren. Aber friedlich bitte. Denn Autos kaputt machen und so weiter bringt keinem was. Es schadet euch dann nur selber. Geht lieber friedlich demonstrieren, denn davon habt ihr mehr und vielleicht passiert ja doch noch mehr. Ich hoffe es einfach mal. Hallo. Hallo. Das, was am Müll momentan von der Politik kommt, ist doch, darf man sich nicht gefallen lassen als User. Okay, wenn du nicht fahren willst, dann fahr ich. Nächste Haltestelle, Eschenburg, Altstadt. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Danke. Ich werde diese Woche auch dann dementsprechend kein Skype hochladen, weil ich komme eh nicht hinterher. Weil es jetzt 3 Folgen werden, was ich jetzt hier mache, weil das will ich definitiv nicht in 2 Folgen packen. Ja. Wird eine politische Folge, wird politische Titel haben, wahrscheinlich eventuell. Ich weiß es noch nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es heute sehr politisch war und weniger um Omsi ging und so weiter. Aber es muss einfach sein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.